Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Find-the-Button-Map. Heute allerdings mal in der Minecraft Windows 10 und Pocket Edition. Und die Regeln sind ganz einfach: Survival Mode. Okay, ich kann sogar alles abbauen. Peaceful Difficulty und Have Fun. Das werde ich hoffentlich haben. Da geht's los. Da gibt's nochmal ein paar Potions, falls ich nichts sehe. Nämlich spielt sich heute auch alles in einer Festung ab, also in einem Stronghold. Also in einem ganz normalen Stronghold, das man schon kennt. Also da bin ich mal gespannt, wo da alles so die Knöpfe versteckt. Und falls ich auch nicht weiter weiß, gibt es noch ein Tippbuch dazu. Und hier haben wir noch zum Beispiel genau eine Website von dem Ganzen, könnt ihr auch mal auschecken. Und der 10 Levels, und da steht es auch, jedes spielt sich in einem Stronghold ab. Da gibt es noch ein kleines Secret. Hier ein Easter Egg, da ist einfach eine ganz normale Welt, so sieht die Lobby hier aus. Aber Leute, ich würde sagen, ich gehe gleich mal auf Start. Und auch schon mal zu Anfang, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt fange ich mal an zu suchen. Ich glaube mal stark, dass es hier ein Steinknopf ist. Na gut, in der Gefestung. Ich denke mal, es werden nur Steinknöpfe sein. Da geht es nicht weiter. Irgendwie vielleicht, ich glaube mal, da habe ich schon was gesehen. Ja, unter der Treppe. Und da habe ich den ersten schon gefunden. So, jetzt sind wir in einer Hall drin. Da ist zum Beispiel was. Okay, eine Tür. Und da geht's auch weiter. Die ist bestimmt irgendwie hinter einer Tür oder so. Nochmal ganz genau. Ich wollte gerade schon sagen, ich wollte nochmal die Tür auch hier öffnen. Nicht, dass da was versteckt ist, weil da kommt man oft nicht drauf, dass man hinter sich nochmal die Tür zumacht. Aber ja, hier ist der Knopf versteckt. Kein schlechtes Versteck auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu einem Stair Room. Hier sind ganz normale. Ist es wirklich der Knopf, Leute? So, ich schaue mir das jetzt nochmal hier an. Was gibt es hier noch alles? Na gut, nichts mehr. Die Räume sind halt nicht wirklich groß. Und ja, deswegen hat er einfach gedacht, er versteckt ihn auffällig hier. Und es war sogar echt dazu. Aber das hört sich doch mal und sieht auch größer aus. Large Library. Wir sind in einer großen Bücherei. Und da kann halt überall der Knopf versteckt sein. Gut, und diesmal ist es auch, glaube ich, ein Holzknopf. So, ich gehe jetzt mal nach oben. Vielleicht sehe ich ihn ja direkt von oben. So, ich glaube mal, vielleicht auch ganz auffällig an der Wand, das wird er diesmal nicht versteckt sein. Da ist eine Kiste. Die öffne ich mal. Okay, kann ich aber nicht öffnen. Ist dahinter was? Ich glaube mal, da kann man nichts verstecken. Und da ist auch ein Goldblock. Vielleicht muss ich irgendwie den Pisten wegschieben, dass ich die Kiste öffnen kann. Oder irgendwas halt. Aber gut, hier oben. Vielleicht auf dem Boden. Das habe ich auch noch nicht drauf geachtet, aber ich glaube, da hätte ich ihn auch schon gesehen. So, da oben auf dem Kronleuchter kann, glaube ich, auch nichts versteckt sein. Vielleicht auf den Bücherregalen. Da ist noch mal eine Kiste da unten. So, da schaue ich gleich mal nach, was da drin ist. Vielleicht da oben drauf, das wäre halt auch eine Idee. Und hier drin ist ein Knopf. Blaze und Gold Block. Ich habe ihn gefunden. Also, das ist eigentlich nicht so schwer, wenn man die Kiste findet. Deswegen hat er auch ganz viele Bücher platziert, dass man schön nicht drauf achtet. Aber lieber Steller, das war kein so gutes Versteck. Vielleicht nochmal eine andere Kiste irgendwo in der Lücke oder so drin. So, genau, hier bin ich gespawnt. Die Kiste war einfach direkt hier platziert. Gut, warum habe ich die vorher nicht gesehen? Und dann kann ich mal wieder gleich hochgehen. Und dann diesmal kein Pisten, sondern den Knopf einfach platzieren. Und ab ins nächste Level. Jetzt gibt es eine Gefängniszelle. Okay, gibt es auch in einem echten Stronghold in Minecraft? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube mal ja. Aber sieht es auch so aus? So, jedenfalls ist schon mal. Da endet die Map schon wieder. Ich habe den Knopf noch nicht gefunden. Diesmal muss er ein bisschen besser versteckt sein. Schau mal alles ganz genau hier ab. Hier ist er nirgendwo drin. Dann kann es ja fast nur noch in einer anderen Zelle sein. Und zwar in dieser hier. Und da ist aber auch nirgendwo drin. Ich habe gerade gedacht, ich habe ihn gesehen. Wo kann er dann versteckt sein? Da muss irgendwo, vielleicht im Inventar, ich glaube mal nicht. Da muss auffällig versteckt sein. Hier hinter gibt es da irgendwie einen Gang. Leider auch nicht, aber wo kann es dann sein? An der Decke? Es gibt nur zwei Zellen insgesamt, habe ich schon an der Decke nachgeschaut. Ich glaube mal ja, also da ist er auch nicht versteckt. Das verwundert mich jetzt echt ein bisschen. Ich will das Tippbuch nicht benutzen. Also bisher sind die Verstecke echt noch richtig easy. Aber so schwer kann es ja hier nicht mehr sein. Vielleicht hat einer schon den Knopf von euch gesehen und wundert sich jetzt, wie kann man so blind sein? Aber ich glaube mal, nee, bisher hat keiner den Knopf gefunden, oder? Ich hoffe es zumindest mal. Hä? Wo kann das sonst sein?
Irgendwo hier. Ja, nee, da, ich hätte ihn schon gesehen. Gut, was kann es dann sein? Vielleicht gibt es irgendwie so eine geheime Tür oder so, wo ich durch kann. Leider auch nicht. Da ist eine Druckplatte. Ja, gut, hier bin ich drauf gespawnt. Außen ganz auffällig. Auch nicht. Aber an der Decke habe ich auch schon überall geschaut. Wo kann es dann sein? Also so langsam bin ich echt am Überlegen, ob ich das Tippbuch verwende. Es gibt ja nichts anderes wirklich aus, es sei denn halt wirklich sind ein paar so Blöcke platziert, wo man durchlaufen kann, aber ich weiß noch nicht mal, ob man das in der Windows 10 und Pocket Edition so machen kann. So viele Möglichkeiten, zum Beispiel wie in der normalen PC-Version, gibt es nicht. Klar, es gibt schon viele, aber da ist der Knopf. Der Knopf ist hier an der Decke. Ich habe tausendmal an der Decke hier geschaut, tausendmal irgendwie da. Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Okay, es haben bestimmt schon ein paar Leute von euch den vorher gesehen, aber ihr könnt ja mal schreiben, wer den noch nicht gesehen hat. Was war das bitte? Okay, jetzt haben wir hier eine Fontäne. Die ist sowas von bestimmt, oder der Knopf in der Fontäne versteckt. Also hier schon mal nicht in dem Anfangsraum. Und jetzt schaue ich hier mal nach. Ja, da ist der Knopf. Das ist halt so easy. So, das eine Level, okay, war einfach so richtig schwer. Das hier wiederum direkt beim ersten Versuch gefunden. So, und dann kann ich den gleich mal da drücken. So, wo war der nochmal? Hier. Und dann kann ich ins nächste Level. Oder auch nicht. Da gibt es verschiedene Knöpfe. Da war nochmal einer außen, den habe ich jetzt erst gesehen. Okay, sagen wir doch nicht beim ersten Versuch, aber auch ziemlich schnell. Low Ceiling Room. Und da ist vielleicht wieder so eine Tür versteckt. Das wäre ein bisschen langweilig. Also ich glaube mal nicht. Und er könnte halt wieder an der Decke sein. So, deswegen schaue ich auch mal hier alles ab. Nicht, dass der ganz auffällig an der Decke wieder platziert ist. Nee, aber da geht sogar noch hoch. Da ist eine Kiste mit insgesamt 7 Redstone und 6 Tintenbeuteln. Und da unten ist der Knopf. Ja, da kann man reinspringen. Hätte man den auch von außen drücken können? Ich glaube mal nicht. Und jetzt komme ich ins nächste Level. Wieder Doors heißt das Level. Hier habe ich einfach verschiedene Türen. Gut, hier ist eine Tür. Die führt... Ja, die Tür führt mich direkt zum Knopf. Ich schaue mir es trotzdem nochmal an, wie würde es hier aussehen. Ja gut, das ist einfach so ein ganz langer Gang, der verbindet hier. Da ist auch nichts. Und da zufällig habe ich hier direkt die erste Tür gefunden, beziehungsweise den Knopf damit. Und jetzt Loot Hallway, bin ich im nächsten Level. Oh, eine Eisenhose, könnte ich mir gleich mal anziehen. Eine Enderperle und einen Apfel. Loot Hallway. So, aber hier ist wirklich nur ein gerader Gang. Und da oben ist wieder... Was sind das für Verstecke? Da oben ist wieder der Knopf. Also, da habe ich mir diesmal wirklich gedacht, gut, das kann nicht so schwer sein. Und Endportal. Jetzt haben wir hier ein Endportal. Hier am Anfang ist nichts an der Decke. Bestimmt ist er hier dahinter platziert. Nee, auch nicht. Also vielleicht da unten drunter. Irgendwo wieder an der Decke. Nee. Das nicht. Diesmal vielleicht hier oben irgendwo. Ne, auch nicht. Vielleicht springe ich mal da rein. Gut, jetzt bin ich sogar gefangen hier drin. Von hier aus kann ich aber auch nirgendwo den Knopf sehen. Leute, da muss an der Decke sein. Ich muss mich jetzt hier ganz kurz mal rauscheaten, sonst sieht es ein bisschen schlecht aus. Game Mode 0. So, da war gerade nicht oben drauf der Knopf versteckt. An der Seite. Habe ich da schon genug nachgeschaut? Da ist der Knopf. Ja, dahinter ist einfach der Knopf versteckt. Und ich glaube mal, das war es auch dazu. Jetzt sind wir wieder, genau, nicht in einem gleichen Raum, aber in einem Endraum. Da geht es wieder raus und nochmal mit einem Easter Egg. Wer hätte es gedacht? Ich kann nochmal in den Game Mode 1 gehen. So sieht das Ganze hier aus, aber man sieht noch nicht mal... Achso, das ist gerade auf der anderen Seite. Man sieht nicht den Stronghold. Ich glaube mal, das ist irgendwie vielleicht unter der Erde versteckt. Natürlich, so wie man es kennt, einfach eine Festung mit 10 Leveln insgesamt. Und das war es erstmal so dazu. Die Level waren nicht gerade schwierig, außer das eine mit den Gefängniszellen. Also das war echt schon ultra schwer. Gut, man hätte es auch in, ich weiß nicht, 5 Sekunden finden können. Habe ich jetzt leider nicht, aber ansonsten waren es eigentlich relativ einfache Verstecke. Aber trotzdem für die Pocket und Windows 10 Edition nicht so schlecht. Und hier zum Beispiel sieht man nochmal so, ist es der Strong? Okay, nee, hier ist eine riesige Festung. Und das war noch nicht mal die Level. Habe ich jetzt, nee, gut, es wurde auch schon ausgeleuchtet. Aber
Hier hat er sich zum Beispiel ein paar Beispiele an der Festung genommen und dann halt einfach 10 Level draus gebaut. Wie gesagt, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten könnt ihr auch noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken, wie Instagram, Snapchat und so weiter. Könnt ihr mir gerne mal folgen und ansonsten sehen wir uns auch morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!